Der österreichischen Prominenz sagt man ja gerne nach, sie würden auf absolut jede Veranstaltung gehen, nur wegen des feinen Essens. Das ist aber ein bisschen bösartig, es muss eben nicht einmal fein sein. Hauptsache, es wird einem so verkauft. Ein Löffelchen schwarze Fischeier und schon wird aus der einfachen Käsekreiner plötzlich eine edle Saucisse au Fromage avec Caviar. Kostenpunkt läppische 15 Euro. Ich habe die Wurst ohne Kaviar bekommen, so eine Sauerei. Dafür habe ich jetzt den Kaviar extra bekommen, weil ich mich beschwert habe. Nein, aber ich habe gehört, dass die Würstel eingelassen sind mit Trüffelöl. Ich werde jede Wurst abschlecken von dem Trüffelöl, weil ich liebe Trüffelöl. Also ich esse nicht alles. Ich hungere lieber, bevor ich etwas esse, was ich nicht essen will. Also nichts gegen Kaviar muss auch nicht sein, aber Würstel geht nicht, kann ich nicht essen. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, ich probiere es. Ich probiere ja alles. Aber ich würde Sushi jetzt tendenziell auch nicht in einen 10-Feiertag. Wenn man eine Absperrung hintut und ein paar Tische mit Tischtüchern und sowas, dann ist es gleich was Feines. So kann man das machen. Es ist ja ein Würstelstand, der heißt jetzt, was heißt der? U-Box. Und er ist ein Gourmet-Würstelstand. Und zu dessen Eröffnung am Schwedenplatz kommt nicht nur der Dompfarrer zur Segnung, sogar Richard Lugner persönlich legt die Kochschürze an und serviert bzw. posiert mit den Luxuswürstchen. Zubereitet haben diese aber zum Glück die Profis. Er konnte wieder kochen, sogar das Wasser ist ihm angebrannt und geschweige denn serviert. Also vom schönen Auge hat er auch nie was gehabt. Ja, also ja, lassen wir das mal weg. Da hinten saufen schon den Wodka, sehe ich gerade, Wahnsinn, echt. Uah. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger. Ja, man muss sich halt in die richtige Stimmung bringen, so ist das am Würstelstand. Egal ob Promi oder nicht, hierher kommt man vor allem, wenn quasi in mehrerer Hinsicht eh schon alles wurscht ist. Zu 2 Uhr früh ist so Treffpunkt am Würstelstand und da gibt es auch immer Stau. Egal wer da steht, ist am gleichen Level, intellektuell, einalkoholisiert. Ich kriege zumindest auf gewisse Getränke einen unglaublichen Hunger. Also bei Bier oder Wodka kriege ich unglaublichen Hunger. Weil man das Gefühl hat, vermeintlich, dass es aufgesaugt wird, die Fetten durch die Fetten von der Wurst. Schätze ich einmal, ich weiß nicht. Dann sauft man eher einen Schnaps dazu. Also es ist wurscht. Ja, ist eh schon scheißegal. Die Kalorien sind schon wurscht, das Bauchweh nachher, ich gehe eh schlafen, spüre ich nicht mehr. Ich glaube eher so. Denke ich mir halt, weil dann denke ich nicht mehr, wenn ich am Würstelstand gehe. Unsere Omas haben schon gesagt, es renkt den Magen ein. Und an die Sprüche der Großmütter halten wir uns alle. Alles auf ein Ende, nur